Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension bei mir auf dem Kanal mit den TVC-Fahrzeugen, allerdings aus der TVC 1. Das heißt also die TVC-Reihe, die von 2010 bis 2013 von Hasbro aufgelegt wurde. Und da kam damals auch noch 2013 die Slave One als Amazon Exclusive heraus. Ich weiß gar nicht, ob man sie hier in Deutschland nachher bekommen hat. Ich habe sie, meine ich, damals noch in Amerika bestellt und genauso wie sie hier auf dem Tisch steht, kam sie damals auch an. Ich habe das Einzige, was ich entfernt habe, war mein Adressaufkleber, der irgendwo klebte. Das Ding wurde auch in Amerika selber, da haben sich einige darüber aufgeregt, dass der Karton einfach so, oder dass die Slave One einfach in diesem doch noch relativ dünnen Wellkarton verschickt wurde. Das ist wirklich nur eine ganz dünne, oder ist überhaupt noch eine Wellpappe? Doch, ich meine, Wellung hat sie, aber ganz dünn. Ja, es kamen auch einige Kartons dann bei den Leuten total zerschossen an. Ich hatte, wie gesagt, tierisches Glück mit dem Karton. Also man sieht schon einige Stellen, wo es geknatscht hat, aber es ist ein Wunder. Ich meine, einmal über einen großen Teich bis hierher. Der Preis war aber damals verlockend. Das waren anfangs 69 Dollar. Da kam noch ein bisschen Versand dazu, also es war doch schon recht günstig. Ich meine, dass der Dollarkurs damals auch noch relativ entspannt war. Und na gut, wer in Amerika gelebt hat, ich habe dann irgendwann mal gelesen, die haben auch wie im Ausverkauf, so kurz nach Weihnachten dann nachher 39 Euro für bezahlt. Okay, momentan sind wir froh, wenn wir die neue Slave One, ne, die hier nach jetzt dieses Jahr 2020 nochmal aufgelegt wurde, nach 7 Jahren, die kostet momentan im Angebot, habe ich gesehen, 99 Euro. Die ist von der Bemalung her ein bisschen anders. Komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Und ich habe diese Slave One noch nicht ausgepackt. Also ich habe sie zwar geöffnet, habe mal kurz in den Karton geguckt, wie denn die Inlets aussehen. Also nur reingeschaut, nicht mal rausgezogen. Und wie die Inlets aussehen und wie das innen aussieht, ob da mir Plastik entgegenfällt oder sowas. Aber jetzt steht die hier auch seit 7 Jahren im Karton, staubt so vor sich hin. So gut geschützt, ist ja ein Karton. Aber ich wusste auch, wie groß sie ist. Also jetzt die Größe, ich war jetzt da schon ein bisschen, kurz zur Seite, denn ich hatte die hier. Jetzt müssen wir bloß den Deckel festhalten. Und zwar kam die ein paar Jahre vorher raus, die Jango Fett Slave One. Ne, und die unterscheidet sich, also das ist das gleiche Modell quasi, was dann umgepaintet wurde, umgesprüht wurde in die von Boba. Finde ich jetzt auch nicht allzu tragisch, falls da irgendwelche kleinen Änderungen passiert sein sollen. Also mir ist nichts aufgefallen zumindest. Und ich fand die also auch recht gut. Hatte allerdings ein Manko. Und zwar klappt dann, wenn man nicht aufpasst, das Ding hier ziemlich schnell auf. Und es kann dann irgendwann vielleicht unten mal rausreißen. Die Aufhängung oder das fällt runter und es bricht. Das ist also nicht so toll, weil in diesem Bereich doch ein relativ hoher Schwerpunkt ist durch doppelten und dicken Kunststoff. Und diese kleinen Zapfen hier oben halten nicht. Da bin ich mal gespannt, wie es bei der ist. Obwohl ich natürlich in diesen 7 Jahren natürlich auch schon einiges über die gehört habe, dass da manche Sachen nicht so ganz hinhauen sollen. Die hier war mal in einem Set. Da war, glaube ich, noch Anakin's Starfighter mit bei. Es war Boss mit bei. Es war ein kleiner Boba bei. War aber auf die auf die 3D-Animation-Serie Clone Wars angelegt. Obwohl die Slave One gar nicht mal so nach Cartoon oder nach Animation aussieht, sondern die war wirklich gut bemalt, dass man die auch zu den normalen Filmfiguren halt stellen kann. So, das Bügeleisen erstmal wieder auf dem Boden. Was ja noch bei der neuen mit bei ist und was mich auch gereizt hätte, allerdings dafür nochmal 99 Euro auf den Tisch zu legen, war mir dann doch etwas heftig, ist der Stand, der mit dabei ist. Dass man die Slave One nicht nur hinstellt, sondern eben dann auch hochkant hinstellen kann, wie sie zum Beispiel auf Ausstellungen auch zu sehen ist. Ja, der Karton wollen wir uns den nochmal angucken. Von vorne sieht er noch ganz gut aus. Seitlich, gut, dann haben sie hier nochmal abgesichert mit einem extra Klebestreifen. Dann die Rückseite, da ist auch ein bisschen der Beschreibungstext drauf und da sind hier unten natürlich auch noch ein paar Dings und Dongs dann zu sehen. Ja, aber wie gesagt, ich hatte Glück, ich hatte wirklich Glück. Wie gesagt, die sieht auch noch einigermaßen aus. Und ich meine, auf der, gut, Deckel können wir uns mal angucken. Boah. Und unten drunter sieht man sogar noch ein paar von den Versandaufklebern, wie gesagt, der große Adressaufkleber, den habe ich auch einigermaßen, doch, ich habe den unbeschadet irgendwie abziehen können. Das ging zum Glück auch. Gut, eine Seite habe ich geschlossen gelassen, die andere Seite habe ich dann, wie gesagt, schon mal geöffnet. So, und dann kann ich das Ganze, mal gucken wie, ja, hier jetzt mal rausziehen.
Also es gibt echt Personen, auch hier in Deutschland, die sind nicht ganz so gut damit weggekommen. Ich glaube, jetzt habe ich den Karton falsch rum. Ist ja doch ein bisschen Dreck angesammelt. Na gut. Solange kein Wespennest drin ist, gleich. Wollen wir mal nicht hoffen. Ich guck mal. Oh, ja, ich habe eine falsch rum. Ich gebe nämlich gerade alles aus. So, da haben wir hier nämlich schon mal die Panels, die Flügel. Noch einzeln eingepackt, original vertütet. Dann hier eine, ja, kein Carbonit-Block, sondern halt so eine Extra-Kiste. Die war auch bei dem, bei der Ernst Levon mit dabei. Allerdings meine ich mit einem Klarsichtdeckel. Habe ich mir jetzt nicht zurechtgelegt, weiß gar nicht, wo der überhaupt ist. Hat mich nicht so sehr interessiert. Stopp, Dreck reingekommen. Gut, das Ding ist abgesichert da oben. Das liegt hier noch so lose rum. Wir haben die Kanonen, wir haben einen Carbonitblock mit Han. Und wir haben die seismischen Bomben. Die sind hier auch mit dabei. Die kennen wir ja aus Attack of the Clones. So, das ist ein Pappinlet. Dann eine Aufbauanleitung, eine Bedienungsanleitung. Und ein Stickerbogen. Die Sticker werde ich nicht verkleben. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust drauf. Habe ich aber, glaube ich, beim anderen Teil auch schon mal nicht gemacht. So. Und da haben wir sie. Also ich finde die immer noch attraktiv genug, dass ich also jetzt nicht anfangen muss, mir die andere zu holen. Und das Cockpit, das muss ich rausschneiden. Das geht nicht anders. So, das ist mal wieder toll. Also ich und mein Cuttermesser, das ist das nie da liegt, wo ich es brauche. So. Schneide ich hier auch mal den Klebestreifen durch. Das ist nochmal festgeklebt. Und da ist dann eben die Haube drin. Jetzt habe ich den Karton natürlich schon weggeschoben, sonst hätte ich das gleich reinstellen können. Aber nein. Ja, gut. Und zu den Beschädigungen, wie gesagt, das Inlet, das hat der was abgekriegt. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo anders ankam, dass sie halt einfach nur einen neuen Übungskarton genommen haben und das hier eigentlich aus einer ganz anderen Geschichte stammt. Also schon Slave One, aber dass die halt, dass der Umkarton komplett zerschossen war und dass die schon Ersatzkartons von Hasbro bekommen haben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Was hier für ein Problem sein soll, im Gegensatz zur anderen Slave One. Hasbro hat ja seit, oder schon zu Kennerzeiten, dieses gyroskopische Cockpit, dass sich das Cockpit rotiert, wenn man die Slave aufstellt. Das ist dann eigentlich rumklappt, dass dann die Figuren stehen und dass sie so normal einsteigen können. Wenn man sich Attack of the Clones anguckt, wie Boba auf Kamino die Slave One besteigt, dann zieht er sich so ganz komisch an der Scheibe vorne hoch. Und wenn er sich dann in den Sitz setzt, um die Kanonen abzufeuern auf Obi-Wan, da kann man sehen, dass er dann in den Sitz reinschlüpft. Das heißt also, die Sitze liegen die ganze Zeit. Ne? Und Hasbro hat jetzt hier so ein Ding, dass man, glaube ich, die Teile gar nicht mehr klappen kann. Irgendwas war da mit einer Feder oder die Rückholfeder passt nicht mehr oder irgendwas. Ich will es mal kurz an dieser hier zeigen. Wenn ich jetzt die Flügel drehe, vielleicht sieht man es. Ich muss, glaube ich, das Ding mal runterklappen. So. Ja. So. So. Dann drehen sich die Sitze quasi mit. Wenn ich die rumdrehe, dann gibt es einen Punkt, dass die halt irgendwie zack. Die können auch einsnappen. Warum auch immer. In dieser Position, denn ich weiß nicht, warum man so eine Park-Rastposition machen muss, denn eigentlich müssten sie ja so dann automatisch hochkommen. Dann machen sie auch, wenn ich die Flügel drehe. Dann klappt zumindest das Ganze nach oben. Und das soll wohl jetzt bei der, oder soll wohl bei der nicht ganz funktionieren und eventuell wohl auch das gleiche Problem immer noch bei der neuen bestehen. Also da wurde nichts dran geändert. Die ist also immer noch so belassen worden, wie die halt war. Wo noch ein Bemalungsunterschied ist, dass jetzt die Düsen leuchten. Also nicht leuchten, nicht, dass da jetzt eine Batterie drin ist, aber die sind halt so angesprayt, als wenn da halt, ne, das Triebwerk läuft. Was natürlich in einem aufgestellten Zustand, wenn die halt so auf dem Ständer steht, schon stimmig ist. Ne, wenn das hinten so ein bisschen glimmend aussieht, obwohl das ja damals beim Filmmodell auch nicht war, da wurde das Glimm ja durch Beleuchtungsmittel eben erzeugt und nicht durch eine Bemalung. Ne. Wo sie jetzt auch im Gegensatz zu der, das gucke ich mir eben nochmal an, die war von unten zum Beispiel noch gar nicht bemalt.
Die war noch einzeln ganz schlicht grau. Und die hat jetzt unten nicht nur braune Stellen abbekommen, um die Triebwerke herum, sondern, gut, hier vorne haben wir die Radarschüssel, aber hier hinten hat sie auch noch mal so ein paar hellgraue, naja, fast schon dieses Grün, was hier oben so im, unter dem mittleren Grün quasi runter ist. Dieses, ja, so ein Blassgrün, nenne ich es mal, hat die auf jeden Fall abbekommen. So, ich rüttel mir gerade hier den Wolf. So, okay. Ja, mit dem Cockpit muss ich sehen. Ich packe jetzt erstmal die anderen Teile hier noch aus. Wir haben also hier das Zubehör mit den Kanonen und den Carbonitblock. Obwohl, das bräuchte man eigentlich so gesehen erst zum Schluss, aber... Genau, wir haben zwei Shooter mit dabei. Das ist das, was bei der Jango Fett Slave One halt fehlte. Wir haben einen Carbonitblock, der so komisch innen glänzt. Auch außen so ein bisschen, naja, ziemlich glänzend ist. Ja. Okay, das ist dann, kommt mir aber bekannt vor. Deswegen habe ich den schon zur Seite gelegt. Dachte nämlich, dass der es eventuell wäre. Halte ich gleich mal nebeneinander. Ist er auch. So, dann die Kanonen. Da müssen wir mal gucken, die... Oh, shit, wie rum waren die jetzt? Hallo. Das kleine Rohr nach oben. Ups. So. So, Mann. Ja, man kann sie auch leicht wieder, wie man gesehen hat, auch leicht wieder abziehen. Die werden dann nur aufgesteckt. Dann proppelt man da halt die Shooter rein. Und mal gucken, wo war denn jetzt der Knopf? Der Knöpf ist. Irgendwo war hier der. Ach, ich habe den schon gesehen gehabt. Ja, hinten drauf. Da hinten. Da ist dann der Abschussmechanismus. Da muss man drauf drücken. Ist also sehr dezent eingearbeitet, aber so dezent, dass man kaum erwischt. Der hier auch so flach. Okay, gut, ich hatte jetzt keinen Vergleich, weil der andere ja keine Shooter hatte. Die nehme ich aber erst dann wieder raus, weil die sind schnell mal verschwunden. So, dann habe ich hier noch die beiden seismischen Bomben. Die knöppeln wir nachher unten rein. Wir haben das Cockpit. Ich baue erstmal die Flügel an. Käse aufgeschnitten. Mal gucken. Da ist ein Pfeil. So, da haben wir zwei Nasen. Die muss unten eingeführt werden und die muss oben in das kleine Loch, so wie das auch aussieht. Und das Ganze dann so rum und da rein. Ich weiß allerdings von Django's Slave One, dass sie nicht allzu gut halten, beziehungsweise da sind sie immer wieder rausgerutscht. Jetzt müssen wir mal gucken. So, gut, jetzt kann ich die ja so auch noch gut auf den Tisch legen und das Ganze zusammendrücken. Ja, das war nämlich das Problem, dass die Flügel nicht halten. Dass die nämlich immer wieder zurücksnappen in der aufrechten Position. Ich konnte es mir auch nie vorstellen, was die Leute meinten, aber genau das ist das Ding. Sieht man auch gleich, wenn der andere Flügel dran ist. Bei der Django Slave One hat man ja schon gesehen, was es ist. Und da haben sich dann teilweise die Leute auch ausgeholfen mit Kugelschreiber-Federn, diese Spiralfedern. Und die eingebaut, weil diese Feder hier irgendwie zu mächtig, zu kräftig ist. Aber dass das Problem immer noch besteht, das finde ich ganz schön heftig. Dass also nichts dran geändert wurde, aber na gut, man ist ja fast schon gewohnt. Hauptsache die Kohle kommt. Ja, die ist... sehr schade, sehr schade. Da muss ich wirklich mal rumschrauben, diese tausenden von Schrauben lösen, die hinten drauf sind. Sind zum Glück alles Kreuzschlitzschrauben, so dass das dann funktioniert. So, da räume ich das erstmal wieder weg.
Ja, wer sich gedacht hat, ich schaffe das Ganze hier unter 20 Minuten, der war noch nicht lange genug auf diesem Kanal unterwegs. So, dann haben wir jetzt die Haube, das Cockpit selber. Ich hoffe mal, das ist nur eingestaubt und nicht... doch, das ist total zerkratzt. Total zerkratzt. Total zerkratzt. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht später mit einer Acrylpolierschwamm auf jeden Fall beigehen kann an der Maschine. Aber das hat echt totale Schrammspuren. Da ist ja die, die einfach nur im Karton privat hierher geschickt wurde, ist ja besser erhalten als das Ding hier. Aber die Scheibe kann ich nicht nehmen, weil die nämlich von der großen, von Django's Slave One, die ist nämlich bläulich. Und die von, ja, die hat so einen leichten, ja, so einen leichten Grün-Grau-Touch, aber, boah, Alter, muss doch nicht sein. Aber was soll man sich jetzt im Nachhinein noch aufregen? Gut, ich kann mir jetzt ja sagen, nein. Ich rufe nicht bei Hasbro an und sage, hier, ich habe die neue Slave One gekauft und schickt mal neues, hier, Scheibe war zerkratzt, schickt mal eine neue. Na, und die muss hier oben jetzt irgendwie eingesetzt werden. So. Okay, festhalten, drin sitzen tut sie oben zumindest. Aber sie steht halt auf. Ich kann sie oben nicht einrasten. Die hat irgendwo, schlägt die an, wo es spannt. Das ist auch nicht gut. So, das Ding hängt jetzt. So, das ganze Ding mal lösen. Also das gyroskopische Cockpit funktioniert. Das ist ja toll, aber die Flügel nicht. So, jetzt ist es zu. Und hält auch noch ein bisschen besser. Ich denke mal, dass mit der von Django doch schon etwas mehr gespielt wurde. Was bei der großen Slave One bei dieser Form schade ist, dass man sie nicht richtig bespielen kann. Bei der letzten von Lego, der kleinen, nicht bei der UCS, da war hinten so ein Griff zum Ausklappen dran. Gut, das hätte man hier jetzt nicht unbedingt machen müssen, wegen der Details, die sich halt hinten auf der Rückseite befinden. Aber die alten Slaves, die hatten ja hinten einen richtigen Griff dran, womit man dann schön spielen konnte und dann das Ding solche Gegend fliegen lassen konnte als Kind. Aber ja, die müsste man quasi so halten oder so. Na gut, man kann sie so halten, woanders geht es eigentlich auch gar nicht. Hinten so ein Griff ist schön, aber dann so... Ja, genau. So kann man es machen. Und dann kann man hier nämlich auch dann die Shooter bedienen. Und man kann hier hinten nämlich dann, ne, da komme ich jetzt zu, die seismischen Bomben auslösen. Die stecken dann nämlich einfach nur da drin. Und die werden eigentlich reingeklickt. So. Und... Dann drücken wir auf den Knopf und dann fallen sie einfach nur raus. Man muss mehrmals drücken. Ne? Ist ja auch schon ein altes Schiff. Darf man auch nicht vergessen. Hat ja schon ein bisschen was hinter sich. Ja, da kann man dann die zwei seismischen Bomben abschmeißen. Die sind auch schön dezent versteckt. Also man sieht sie jetzt nicht unbedingt. So, jetzt klappt das Cockpit wieder zurück. Aber wie gesagt, die Flügel, das ist eben das leidliche Problem. Und diese Dinger sind ziemlich weich, diese Teile. Sehr flexibel. Ja, und die schwimmen zwar nicht mit, aber die bleiben zumindest in der Position stehen. Das reicht ja eigentlich auch. Das, wenn man sie dreht, dass dann die Flügel rumschwenken. Aber gut. Ne, die sind ein bisschen fester, diese Teile. Jetzt klappt mir oben das Cockpit schon wieder auf. Nicht schön. Ja, aber ansonsten von der Bemalung finde ich die gut. Die macht ordentlich was her. Macht also optisch. Vor allem, wenn ich jetzt noch einen Ständer dazu hätte. Vielleicht muss ich mir mal einen bauen. Allzu schwer kann das ja auch nicht sein. Dass die dann halt so steht. Nicht flach liegend, sondern eben so. Dann kann man die von Django vielleicht dann davor stellen. Und hier ist irgendwie auch der Flügel verbogen ein bisschen. Also eine Kante hier ist verbogen. Hier geht das ganze Teil, der ganze Flügel auseinander. Da kann man vielleicht sehen, das ist ein Spalt. Auch nicht so schön, da muss ich auch nochmal ran. Nee, also ich glaube, da kaufe ich die neue definitiv nicht. Klapp. Achso, jetzt ist das Cockpit wieder eingerastet. Okay, die Sitze sind wieder zurückgeklappt in die Einrastposition.
Da werde ich mir die neue wohl nicht holen, weil wenn die genau die gleichen Probleme hat, ne, das ist dann halt nicht so, denn ich habe ja die hier. Ja, so, jetzt haben wir noch zwei Cargo-Bereiche. Wir haben hinten den, der lässt sich, Moment, müssen wir mal kurz gucken. Ich hatte noch vorhin schon mal offen. Dann kann man mich da nach oben irgendwie einrasten. Achso, ja, ein bisschen nach unten ziehen, so hoch. Und so, kann man das da oben irgendwie auch einhaken. Ich meine, das ist ja eigentlich so gesehen die, so, die Rampe, wo dann die Bespin Guards halt dann den Han quasi in die Slave schleppen. Was man aber sehen kann, dass das nun gar nicht so hinhaut, weil der Carbonitblock halt etwas schief ist. Da müssen sie den hochvertragen. So eine alte Schrankwand dann da irgendwie reinflanken. Also das geht nicht. Deswegen hat die Slave extra unterhalb des Cockpits, nicht so ganz filmakkurat, aber immerhin ist was da, dann einen Platz, wo man dann eben den Carbonitblock hineinschieben kann. So, etwas stramm, jetzt kriege ich ihn wahrscheinlich nicht wieder raus. Doch, aber stramm sitzen tut er schon. Naja gut, dann klappert er da wirklich nicht rum. So, und saugt mit seinem Kohlenstoff alles ein. Ist ja auch schön. Ja, diese Schramm da oben drauf ist echt krass. Richtig krass. Ja. Versaut mir gerade die Laune. Also echt nicht schön. So, das waren die beiden Cargo-Bereiche. Dann haben wir hier noch einen dritten. Und der lässt sich einfach nach oben klappen. Ich meine, das war ja auch bei der Vintage, meine ich, auch so, dass man so eine Wand neu aufschieben konnte. Ich habe die mal gehabt, aber nicht mehr da. Ich habe die damals, weiß gar nicht, wann ich meine Vintage verkauft habe. Kann sein, sogar zur Zeit von der. Nee, ich glaub, doch. Ich hatte aber die in der lilafarbenen Box. Und die habe ich damals, als ich mir die bestellt habe, habe ich die anderen nämlich abgegeben, weil ich mir gesagt habe, eine Slave reicht mir. Ja, das war ja eine Power of the Force, das war keine Vintage. Die Vintage hatte ich mal als Kind gehabt, habe sie dann aber wieder auf Flohmarkt verkauft. So war das, genau. Okay, interessiert keinen. Jetzt haben wir noch diese Kiste. Die habe ich ja fast vergessen. Weil die gehört ja, meine ich dann, war was geil, wo man die platziert, ob man die, nee, hinten passt sie ja nicht rein. Wir haben hier oben noch so einen Cargo-Bereich. Ups, ich drehe das Ganze mal wieder um. Das ist ein Riesending. Ich weiß schon, warum ich mich die ganze Zeit davor gezielt habe, das Ding hier mal auszupacken und mal vorzustellen. Da oben ist noch ein Cargo-Bereich, ein kleinerer, wo man noch was reinschmeißen kann. Und wie gesagt, hier ist dann der normale. Und hier an der Seite, da ist so ein Zapfen. Und wenn man jetzt noch einen älteren Boba Fett hat, beziehungsweise, was für ein Glück, habe ich sogar einen ESB, ein Empire Boba hier stehen. Da kann man nämlich dann das Jetpack abnehmen. Da ist ja dieser Stift drauf. Da. Und in diesem Stift, der hier an der Wand ist, ist ein Loch. Und dann kann man nämlich, wenn man jetzt genau zielt, was ich aber nicht weiß, weil ich sehe ja nichts, so, kann man da nämlich das Jetpack platzieren. Da hängt jetzt sein Jetpack drin. So, da parkt das dann halt und marschiert dann hier durch. Zack. In sein Cockpit, was wir allerdings von der Seite öffnen müssen, steigt dann natürlich ohne seinen Blaster. Ja, ist auch der mit Helm. Stimmt, das ist ja der mit dem fotorealistischen Gesichtsprint, den ich zuletzt ausgepackt hatte, was auch schon wieder eine Zeit her ist. So, den schleppt man dann da rein. Eigentlich haben diese Sitze, das sind Stehsitze. Muss man dazu sagen. Die haben so, es ist, man sieht auch schon, es ist nicht gerade umständlich, hier das Ganze zu machen. So, fällt das Ding wieder runter. So, jetzt haben wir dann den da. Ich stelle den da einfach mal lose rein. So. Dann haut er aber mit dem Kopf oben gegen. Das ist aber auch nicht schön. Mit Boba passt gar nicht von der Größe her. Passt da bloß der kleine Boba rein. Ich weiß nicht. Irgendwo hakt der fest. Ach, der sitzt auf diesem Teil. Ach, das ist ja auch doof. Ich weiß, ihr seht das gerade nicht, was ich hier mache, aber das sind. Jetzt verliert auch noch so ein Helm. Ach denn. Das ist nicht der Weg. Der Helm bleibt auf. So. Mensch. Das ist er auch mittlerweile. Ja, er sitzt dann irgendwie jetzt. Klapp. So, jetzt müssen wir hier
die Alarmierung lösen. So, jetzt sitzt er, ich weiß nicht, ob man sehen kann, sitzt er zumindest in seinem Cockpit drin. Jetzt könnte man den quasi mit den mit der Spange da noch so ein bisschen, aber dieses Ding ist gut. Unten ist, glaube ich, gerade vollgelaufen, die Kamera, der Speicher. Ihn da halt so reinsetzen, beziehungsweise in diese Klemmen hängen und dann da drin parken. Aber es ist halt schon sehr umständlich, weil auch laufend dieses Ding wegkippt. Weil in dem Teil im Cockpit selber funktioniert halt diese Feder und ja, an den Flügeln funktioniert der Federmechanismus nicht. Was man ja nur, was ich schon oft genug erwähnt habe, dass halt die Flügel immer wieder zurückklappen und das ist nicht, nee, nicht schön. Also die werde ich wohl irgendwie entweder die Feder ganz ausbauen. Mal gucken. Da muss ich mal reingucken, muss mir mal durchs Internet forsten, was man da am besten dann machen kann, um die Sache zu beheben. Aber wie gesagt, eine neue Sache ist es eigentlich nicht. Zweite, hier ist noch ein Deckel, sehe ich gerade. Genau. So, da kommt nämlich dann die Kiste noch rein. So, die kann man nämlich dann da reinstellen. So, zuklappen und dann steht nämlich der große Cargo-Behälter dann oben in der Slave drin. Ich mach's eben nochmal so rum, zack, und wieder raus. Schön, dann kann man den da drin verstauen. Han selber passt da, glaube ich, nicht rein. Das wäre natürlich cool, wenn man auch den Carbonit-Block drauflegen könnte, aber ich habe ja noch einen zweiten. Genau, das wollte ich ja hier nochmal kurz vergleichen. Sonst waren keine Figuren bei, es war eben nur nochmal ein Carbonit-Block mit Han Solo dabei. Und halte ich mal eben so hin, das sind die beiden. Der ist aus der TSC, der war mit einer Han Solo-Figur zusammen. Und, also zusammen liiert quasi, ne? Die waren ab und zu mal, ne, unterwegs auf Tour. Und das ist der jetzige, wo einfach bloß das Innenteil dann ausgetauscht wurde. Einfach an das Teil reingepresst, weil hier das Ding leuchtet durch. Das kann ich eben nochmal zeigen. Ich habe mir extra eine Lampe hingebaut. Kurz mal so machen. Ich hoffe mal, es blendet nicht. Oh. So. Ja. Das ist also quasi dann der gerade am Auftauende. Und ich weiß gar nicht, hier leuchtet wahrscheinlich gar nichts. Zumindest nicht allzu viel. Ne, richtig gut dicht, der Kunststoff. Zumindest was die Vorderseite betrifft. Ja, also die gleiche Form, nur dann eben in Carbonitfarben gegossen, damit das eben nicht so blöd aussieht. Aber ich gucke gerade, doch, man kann Han auch hier reinpacken, das ist schön. Man muss ihn also nicht da unten reinpacken, nicht da unten reinschieben, sondern dann wirklich die Rampe hochtragen. Packt den Carbonitblock hier schön rein, der arretiert da auch so ein bisschen und schließt dann die ganze Geschichte. Rums. Ist, glaube ich, gerade ein bisschen hochgeschossen, aber naja, passiert. Ist ja ein Carbonit eingefroren und deswegen kann da nicht allzu viel passieren. Hat das Ding dann das? Ja, doch, auch schon gehabt. Okay. Finde ich also auf jeden Fall eine schickere Lösung, den Han Solo hier hinten reinzupacken. In diese Klappe. Ja, ruschelt er auch gleich raus. Als vorne halt in diesen schmalen Spalt, wo er auch ein bisschen, ja, wo es ein bisschen klemmt. Aber hier hinten ist wirklich eine super gute Möglichkeit. Auch den Boba lasse ich mal daneben stehen. Der passt ja sehr gut auch farblich dann zur Slave. Ja, jetzt habe ich sie ausgepackt. Auseinanderbauen kann man sie auch wieder gut. Also die Blaster kriege ich wieder gut ab. Nur jetzt wegen Platzproblem. Die Flügel bekommt man wieder gut ab. Öfter muss ich sowieso irgendwann mal. Cockpit ist eh zerkratzt. Also nicht allzu tragisch, wenn sie hier rumsteht. Eigentlich so gesehen. Aber ja, vom Rumstehen. Ich meine, die andere steht jetzt hier auch schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren fast rum. Ungeschützt, einfach so, ab und zu abgestaubt, mit dem Pinsel halt. Und da entstehen keine Kratzer. Und wenn sowas von Amazon geliefert wird, dann passiert das eben. Ja, da muss man halt dann wahrscheinlich rechnen. Es ist halt so. Ja. Ist ja schließlich nur Spielzeug, soll man sich nicht so drauf aufregen. Na gut, so, jetzt habe ich sie zumindest auch mal ausgepackt. Bin davon ganz angetan, brauche mir persönlich die neue nicht kaufen, nur wegen der Stands. Da muss ich mal gucken, da werde ich mir vielleicht mal irgendwas bauen. Werde euch damit auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber es kommen jetzt auf jeden Fall noch ganz viele andere weitere Rezensionen, Reviews, Retrospektiven die nächsten Tage. Und deswegen verabschiede ich mich erstmal. Bedanke mich vielmals fürs Reinschalten und bis dann. Ciao.